Schönen guten Tag, guten Abend. Hi, guten Abend. Wie geht's? Sehr, sehr gut. Und dir? Auch gut, auch gut. Du hast vorhin kurz Zweifel angemerkt, ob die Internetverbindung halten könnte, aber das sieht und hört sich bislang gut an. Ja, ich hoffe, das bleibt so. Ich bin auch wirklich gespannt. Ich bin jetzt gerade erst ins Hotel, noch nicht mal eingecheckt, deswegen ich habe es auch nicht mehr aufs Zimmer geschafft. Ich habe mir jetzt versucht, hier eine ruhige Ecke in der Lobby zu suchen. Aber bis jetzt scheint es stabil zu sein. Ich hoffe, es bleibt so. Umso dankbarer sind wir, dass du dir trotzdem da zwischen Tür und Angel ein bisschen die Zeit nimmst für euch. Und wir haben ganz viele Fragen. Ja, Das sehr, sehr gerne. heißt, wo im Hotel bist du denn jetzt? Ist das schon Norwegen jetzt? Genau, wir sind direkt in Arendal. Wir haben gestern ein Spiel noch in Dänemark gehabt gegen Skanderborg Aarhus. Relativ junge und talentierte dänische Mannschaft und sind heute mit der Fähre rüber nach Kristiansand gesetzt und sind in Arendal angekommen, waren jetzt erstmal in der Arena, haben noch ein Krafttraining absolviert, Abendbrot gegessen in der Arena und kommen jetzt das erste Mal in unser Hotel und sind ganz überrascht, wie toll das hier liegt, wie fantastisch das aussieht. Also ich kann wahrscheinlich die Kamera nicht drehen, aber ich kann euch mal so ein bisschen versuchen mitzunehmen, Wow. wie mein Ausblick gerade aussieht. Ich glaube, es gibt schlechtere Vorbereitungsturniere, hatte uns Christian O'Sullivan nicht zu viel versprochen. Wahnsinn, ja. Ich hatte mir eigentlich die Frage notiert, genießt du solche Reisen in der Vorbereitung? Die Frage erübrigt sich bei dem Ausblick eigentlich. Ja, das geht jetzt nicht um den Ausblick. Also in der Vorbereitung, gerade in der Preseason, ist es schon so, dass die harte Arbeit im Vordergrund steht. Aber wenn man beides verbinden kann, ist es für die Mannschaft immer angenehmer. Die Erfahrung habe ich gemacht. Und ich kann jetzt von mir subjektiv ausgehen, ich genieße Vorbereitung sehr, weil ich sehr gerne mit meiner Mannschaft trainiere, im Trainingsbetrieb bin. Ich bin zwar ein Competition-Typ, aber ich brauche den Wettkampf auch nicht das ganze Jahr über. Und jetzt mal ganz in Ruhe, ohne Punktestress, ohne Wettkampfstress, was ja arbeiten zu können und Zeit zu nehmen für bestimmte Dinge, nicht von Spiel zu eilen. Da muss ich schon eher sagen, dass ich das gerade sehr mag und sehr genieße. War das oder galt das früher für den Spieler Bennett Wiegert auch? Nein, der Spieler Bennett Wiegert war überhaupt kein Fan der Vorbereitung, weil das immer mit extremer Anstrengung und extremen Qualen verbunden war. Ich glaube aber auch, dass sich die Zeiten der Vorbereitung, so wie ich sie erlebt habe, deutlich absetzt von den jetzigen. Wie weit seid ihr eigentlich schon? Was würdest du sagen? Bist du Stand heute? Es ist ja noch ein bisschen so 2 Wochen hin, bis es so richtig ernst wird, aber bist du bis hierhin zufrieden? Ja, wir benötigen Zeit aber noch. Bin ich jetzt kein Typ, der zufrieden durch die Gegend rennt und sagt, Wusste ich, dass du das sagst. Wusste ich, ja. ich bin immer mit irgendwas nicht zufrieden und sehe halt Potenzial. Das ist auch gut so, das ist auch mein Job. Die Jungs ziehen fantastisch mit, aber das ist mir bewusst. Ich habe einfach eine Mannschaft, die sehr, sehr gut trainieren kann, die sich einfach versucht, eine Spielleistung übers Training zu erarbeiten. Wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht und versuchen das mitzunehmen. Deswegen machten mir die Jungs es eigentlich einfach, in der Vorbereitung echt Gas zu geben. Aber so, dass wir nicht überpacen. Es geht immer darum, echt gesund zu bleiben und die Belastungssteuerung so zu wählen, dass wir am Start, Supercamp, Punktspielstart, wirklich auf dem Punkt da sind und performen können. Als Trainer sucht man ja sowieso immer gezielt nach den Dingen, die noch besser sein können. Es gibt immer etwas, was du findest, was noch mal verbessert werden muss. Aber ich kann mir vorstellen, letzte Saison war das ein ganz schön harter Job, oder? Also zumindest uns Beobachtern ist wenig aufgefallen, sage ich mal. Wie schwer war es? Es war ein schönes Gefühl. Es hat unheimlich Spaß gemacht, von Sieg zu eilen. Aber mir war die ganze Zeit bewusst, dass es nicht der Sport ist, ne? Dass zum Leistungssport auch einfach Niederlagen dazu gehört. Aber wenn man das wegdrücken kann und wenn man das Gefühl hat, auf einer Euphoriewelle zu schwimmen, dann soll man die so lange wie möglich versuchen zu reiten. Und das hat die Mannschaft einfach fantastisch gemacht. Also ich musste sie da nicht irgendwie antreiben oder das war wirklich eine intrinsische Motivation, die von ihnen herauskam.
war schön zu beobachten, habe ich in meiner Trainerlaufbahn, die ist jetzt auch noch nicht so alt, noch nicht erlebt und war eine sehr schöne Erfahrung. Und ich hoffe, das wird nicht die letzte Saison gewesen sein, wo man so einen bestimmten, wie man spricht gern vom Flow, so einen Flow so genießen kann. Wie holst du jetzt wieder diese, ja, Gier nach Erfolg? Es ist ja einfach nur menschlich, wenn du etwas erreicht hast, dann pustet man erstmal durch und dann hast du es erreicht und du brauchst neue Ziele. Wie wächst du wieder diese Gier, sowohl bei dir selbst als auch in der Mannschaft? Leider habe ich da nicht lange für gebraucht. Also ich war selber von mir eher erschrocken, wie schnell mein Kopf schon wieder nach dieser Saison bei der nächsten war. Was machen neue Regeln mit uns? Welche Innovationen könnten sich ergeben? Was passiert jetzt bei den Junioren, Jugend-Großereignissen, U21 EM, U18 EM? Gibt es Tendenzen, die den Handball betreffen? Muss man da schon was mitnehmen? Weil das sind ja meist die Generationen, was man denn 1 oder 2 Jahre später im Seniorenbereich beobachten darf. Ich dachte persönlich, wenn mir wer gesagt hätte vor 2 Jahren, ihr habt die Chance, in Magdeburg irgendwann Meister zu werden, hätte ich gedacht, oh, das genieße ich aber 3, 4 Monate. Das war nicht der Fall. Da war der Kopf relativ schnell wieder ready, um zu sagen, so, bitte jetzt kein One-Hit-Wonder, sondern wie können wir das schaffen zu konservieren? Wird das auch die größte Herausforderung für euch jetzt in der Saison? Oder was wird für euch jetzt ganz persönlich neben den Gegnern die größte Herausforderung? Es gibt immer Herausforderungen im Leistungssport. Aber ich glaube, dass mental eine große Herausforderung sein kann, nicht mehr in der Rolle des Jägers zu sein, sondern vielleicht eine der gejagten Mannschaften zu sein. Nicht die Gejagte, aber vielleicht eine der Mannschaften, die man mit in Favoritenkreis zählt. Das sind wir ja nicht gewohnt. Wir waren immer so in der luxuriösen Lage. Ja, vielleicht Geheimfavorit. Ja, könnten vielleicht überraschen. Aber zum Schluss waren es dann doch wieder Flensburg oder Kiel. Da bin ich sehr gespannt, wie wir das mental annehmen, wie wir uns da entwickeln, wie wir mit der Belastung Champions League umgehen, weil das einfach nochmal eine andere Qualität von Gegnern ist, die uns dort erwartet. Aber da habe ich Lust drauf. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ich kann so diese Freude auch auf unsere Mannschaft übertragen. Dass da jetzt keine Sorgen, also die Mannschaft soll sich keine Sorgenmannschaft machen. Die Mannschaft soll einfach sagen, ey, wir haben da Lust drauf. Wir haben so lange auf diese Hymne der Champions League gewartet. Jetzt genießen wir das auch. Aber genießen hat natürlich auch irgendwo immer ein bisschen was mit Gewinnen zu tun. Susa.sur fragt auch etwas in Richtung Genießen. Deswegen ziehe ich diese Community-Frage schon mal vor. Wie hat dein Papa dich eigentlich begrüßt, nachdem ihr die Meisterschale bekommen habt? Wie hat er reagiert? Ich kann mich da gar nicht so genau dran und ich habe zum Schluss also nur die Bilder im Fernsehen gesehen, dass sie ihn da etwas rangezoomt hat und das ja sehr emotional war. Das hat mich natürlich ungemein bewegt, weil ich das jetzt auch nicht so erwartet habe. Für mich ist es ja immer so, man denkt, ja, die Familie lebt das schon mit, weil man das selber so vorlebt und da rede ich jetzt nicht bloß von meinen Kindern und von meiner Frau, sondern auch von der ganzen Familie. Das geht bis zu den Großeltern, die halt dem ganzen Verein und der Stadt so verbunden sind. Aber dass das so kommt, wie ich da die Bilder gesehen habe, das habe ich nicht erwartet. Und wir haben uns erst mit ein bisschen Abstand gesehen. Ich weiß, dass es mir wichtig war, in meiner Trainerkabine mit der ganzen Familie, also mit der wirklich ganzen Familie, ein Foto zu machen. Das will ich mir irgendwann in Jahren angucken und möchte mich gerne an diesen Moment erinnern. Corinna schreibt: Benno, du bist jetzt ein Meistertrainer. Aber da fällt mir das Zitat ein, das du kurz nach Abpfiff tatsächlich gegeben hast. Auch, ich glaube, im MDR-Fernsehen war das. Da wurdest du genau das auch gefragt und da hast du auch schon kritisch geguckt und hast gesagt, so ist in die Richtung, das ist eine Meistermannschaft, die braucht gar keinen Meistertrainer. Nimmst du den Begriff mittlerweile schon an oder nimmst du da immer noch von Abstand? Nein, ich bleibe dabei. Mir war das teilweise mehr unangenehm, wenn das durch die Hallen geschallt ist. Es ist sehr respektvoll mir gegenüber und ich habe auch andere Zeiten in Magdeburg erlebt, wo die Arbeit, die ich gemacht habe, vielleicht kritischer gesehen, aber das ist ein super Momentum. Aber das hat die Mannschaft gemacht und das ist eine Meistermannschaft.
Und ich habe das versucht, in die richtigen Bahnen zu lenken. Und auch nicht ich alleine. Ja, da steht auch ein Trainerteam dahinter. Ich habe neulich, glaube ich, bei Kicker oder irgendwas das Zitat von Streich gesehen, der ja der Trainer des Jahres geworden ist. Und das hat es eigentlich so wiedergegeben, dass er gesagt hat, ey, da stehen so viele Menschen dahinter und er steht jetzt im Licht und fängt das Licht auf als Trainer der Saison, Trainer des Jahres, Meistertrainer, whatever. Und das ist es einfach nicht, weil da eine Menge andere Leute mit am Werkeln sind, tolle Menschen, die mich mit allen Macken, die ich auch habe, ertragen müssen. Und deswegen sehe ich auch das eher als Teamleistung und sehe, dass wir vielleicht auch in dieser Saison das Trainerteam des Jahres hatten. Jedenfalls würde ich es gerne so bewerten. Dann ist das jetzt die Überschrift, Trainerteam des Jahres. Das passt es doch, passt doch ganz gut zusammen. Wenn ihr, da kommen jetzt schon mehr Fragen, wenn ihr Fragen habt an Benno, dann haut sie unbedingt rein in den Chat. Wir kommen gleich zu den Community-Fragen. Du hast gerade deine Macken angesprochen. Ich habe noch ein schönes Zitat von dir gelesen. Du hast mal gesagt, ich möchte ein guter Verlierer sein, obwohl ich überhaupt nicht verlieren kann. Würdest du sagen, in die Richtung, das ist schon ein bisschen länger her, das Zitat, hast du dich schon ein bisschen weiterentwickelt, auch wenn ihr natürlich selten verloren habt in letzter Zeit? Das ist es halt, ne? Ich musste mich nicht so viel ärgern, aber ich glaube, ich kann es besser kanalisieren als noch vor Jahren. Ich kann es in Interviews direkt danach bei euren Kollegen oder auch ich kann den Respekt dem Gegner gegenüber im Handshake besser rüberbringen und habe dann die Phase, die ich für mich brauche. Ob das eine Nacht ist, ob das in meiner Trainerkabine ist. Um da meinem Ärger kundzutun. Es gehört sich einfach, damit gut umzugehen. Und das ist ein hartes Coaching, weil ich dieses unbedingt gewinnen möchte, halt leider vielleicht auch ein bisschen zu ausgeprägt in mir habe. Ist ja auch kein Geheimnis, dass es auch in Familien, Gesellschaftsspielen oft heiß hergeht mit mir. Ja, und das sind halt Macken, wie sie vielleicht jeder hat. Wo meine Frau auch oft mal mein Coach sein muss und sagen, ey, bitte, jetzt nicht. In der Halle, okay, aber nicht am Essentisch. Bei welchem Gesellschaftsspiel fliegen im Hause Wiegert am meisten die Fetzen, in Anführungsstrichen? Mensch, ärgere dich nicht. Ja, es gab schon Mensch, ärgere dich Abende, da habe ich das Brett genommen und bin hoch ins Bett gegangen. Aber die Qualität, die ich dann vielleicht auch habe, ist, ich bin im Pyjama irgendwann wieder runtergekommen und habe gesagt, spiel mal weiter. Aber Stark. dann wollte keiner mehr mit mir spielen. Dann war das Thema auch erledigt. Ja gut, so kann man dann natürlich auch nicht dran arbeiten. So. So, wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben eine Rubrik. Das sind die 7 Bock auf Handball Fragen. Die haben nicht ganz so viel mit Handball zu tun. Auch ein bisschen. Aber Frage 1. Wenn du die Fähigkeit bekommen würdest, über Nacht eine neue Sprache zu lernen, welche wäre das? Jetzt kann ich nur was Falsches sagen. Aber ich sage das, was ich ehrlich denke, den ich. Warum? Weil es gefühlt in Magdeburg in meinem Team die zweite Amtssprache ist. Skandinavisch wird bei uns viel gesprochen, auch wenn Beso das jetzt bestimmt nicht gerne hören möchte und sagt, warum sagst du nicht so wenig? Dann tut es mir leid und es würde mir in mancher Kommunikation in meinem Team helfen, den ich zu sprechen. Und ich bin ja Fan davon. Wir haben klar die Abmachung in unserem Team, dass Amtssprache beim SC Magdeburg Deutsch ist. Trotzdem habe ich gesagt, gibt es Stresssituationen? Haben wir Crunch-Time-Situationen auf dem Feld? Ist es mir lieber, dass ihr euch versteht, als dass ihr euch auf Deutsch mit Fragezeichen anguckt? Also sprecht dort bitte eure Sprache. Was für mich eine absolute Regel ist, sitzt ihr an Essentischen zu fünf, zu viert und einer verspricht eine Sprache nicht, dann habt ihr sie nicht zu sprechen. Ja, ihr habt dann eine Sprache zu wählen, die jeder am Tisch versteht. Das hat einfach was mit Respekt zu tun. Aber wenn ich jetzt was wählen könnte, das ich so könnte, wäre es eventuell den ich. Wir stellen dir vom Bock auf Handball ein Flugzeug vor die Tür und du dürftest wählen, wohin es geht, deine Traumreise. Wo geht die hin?
Oh, schwierig. Vielleicht Malediven. Ich war da noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange man da noch hin kann. Vielleicht ist es die Malediven. Ich bin schon eher der Strandtyp, das steht fest. Ich mag das Meer, ich mag die wärmeren Temperaturen. Meiner Frau haben wir mal gesagt, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, würden wir beide vielleicht nochmal versuchen, die Malediven zu bereisen. Aber da habe ich wieder ein Problem mit Flugzeugen und Wasserflugzeugen. Also, es ist schwierig, wenn ich vielleicht beamen könnte, wenn es Star Trek geben würde. Scotty, beam me up, Malediven. Bist du gen also nur weil oder nur auf diesen Typ Flugzeug bezogen oder generell fliegen? Nicht so gern. Fliegen ist nicht meins. Also, wer mich kennt und wer schon in meinem Team war, weiß, dass ich enorme Probleme habe mit Flugzeugen. Ich habe es mittlerweile aufgrund unserer vielen, vielen Flüge einigermaßen im Griff, ist aber jetzt kein Ort, wo ich abspannen kann. Also, ich werde nie in einem Flugzeug schlafen. Ich versuche mich einfach maximal mit Videoschneiden abzulenken. Ich wollte gerade fragen, mir geht es nämlich genauso. Also ich sitze da noch die ganze Zeit das Handy in der Hand und gucke auf die Karte, wo wir jetzt sind und rechne aus, wie lang und im Minutentakt, weil ich tierisch Angst habe. Was kann man machen? Ich weiß nicht, ich habe noch nichts dagegen versucht, habe mich noch nicht psychologisch coachen lassen. Ich weiß nur, dass ein prägendes Ereignis da auch wieder mit Eifel Gieselmann für mich war. Das Flugzeug hat gewackelt beim SC Magdeburg. Ich dachte, wir werden dann wild fliegen, einmal durch die Decke. Und er hat hinten gejodelt und gesagt, dafür bezahlen andere im Rollercoaster ganz viel Geld. Und das fand ich weniger lustig in dem Moment. Andere Sachen fand ich bei ihm sehr lustig, aber das fand ich weniger lustig. Aber jetzt eine schöne Geschichte. Ja, klar. Es gibt immer irgendwie, wenn man im Teamsport unterwegs ist, Anekdoten zu erzählen, die man so nicht vergisst, die einem präsenter sind. Und die haben tatsächlich meist weniger mit Spielen oder Spielerlebnissen zu tun, sondern sind eher abseits des Spielfeldes entstanden. Auf das kommen wir aber zurück, denn Frage 3 heißt, mit welchem Spieler von heute hättest du früher gerne zusammengespielt? Egal aus welcher Mannschaft, Land, egal. Ganz einfach, ich wäre gerne in meiner Mannschaft Spieler gewesen, weil ich das Gefühl habe, dass die Gruppe, die wir haben, so eine intakte ist, so eine homogene, mir manchmal vielleicht sogar fast zu homogen erscheint, weil ich ja doch ab und zu gern auch mal mit Reibung arbeite. Das erzeugt Energie und gibt auch was. Aber wenn ich beobachten darf, auch jetzt wieder, wie sie zwei neue Spieler integriert, dann ist das einfach mit der damaligen Zeit, was man damals vielleicht auch Hierarchie genannt hat, nicht mehr zu vergleichen. Und ich liebe sehr das Moderne und mag das, wie offenherzig sie da agieren und wie hier jeder mit offenen Armen empfangen wird. Deswegen wäre ich gerne Spieler in meiner Mannschaft mit meinen Spielern. Hast du schon, Frage 5, die Pasta mit Meeresfrüchten in cremiger Soße von Oma Ingi Magnusson gegessen? Nein, werde ich auch nicht. Warum das denn nicht? einmal, also wenn ihr jetzt mir gesagt hättet, hast du schon die Pasta von Omas Frau gegessen, dann hätte ich gesagt, können wir mal probieren. Aber ich kann mir Oma weniger als guten Koch vorstellen. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Und dann mit Meeresfrüchten, oh Gott, Weil ich habe exotisch. die beiden sind halt in der nächsten Ausgabe von Bock auf Ich Handball weiß, drin. Und ich ich habe da weiß. reingeguckt und da steht, sagt Gisli, dass er die absolut empfiehlt. Deswegen wollte ich mal nachfragen, ob du das auch bestätigen Wenn kannst. Gisli das sagt, dann ich glaube, Gisli wird auch öfters von Omas Frau verköstigt. Ist ja auch der jetzt wahrscheinlich der Premium-Hundezitter von Oma, weil Jannik Rehn nicht mehr in Magdeburg verweilt. Ich bin noch nicht zu der Ehre gekommen, das probieren zu dürfen. Das, was ich aber schon gesehen habe, ist das neue Layout vom Bock auf Handball, wo es um die beiden geht und finde es super gelungen. Ich habe ja Sascha Klan auch getroffen in Magdeburg, habe mich sehr gefreut, dass er eine coole Story über die beiden Easys macht, die ja eigentlich verschieden noch nicht sein können. Kannst du eigentlich, wieder beim Thema Sprache, einen Brocken Isländisch? Null. Null. Ich könnte nicht mal Hallo sagen. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre, Gisli sagt nach jedem dritten Wort, ha, ha, ha. Warum? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das ein Tick ist, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte nicht mal Hallo auf Isländisch sagen, nicht mal Danke. Mir fällt es schwer, manche Städtenamen aus Island auszusprechen. Ha, Ha, finde ich gut. genau. Ha. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, ich tue mich schwer. Also ich mag Essen. Das ist schade, leider, weil man sieht das mir auch öfters mal an, wenn ich Essen zu sehr mag. Ich mag es zu genießen halt, also mit Leuten während des Essens zu erzählen, sich dafür Zeit zu nehmen. Das kam auch erst später, das war auch nicht immer so. Deswegen aber ich mag viel. Es gibt kaum Sachen, wo ich sage, die würde ich verweigern. Also da ist es einfacher, mit mir darüber zu sprechen, dass ich keinen Spargel mag, als das zu sagen, was ich besonders gern mag. Ich mag Pasta, ich mag Pizza, ich mag Fleisch, bin nicht vegetarisch, nicht vegan. Würde ich mir manchmal wünschen, weil ich bestimmte Sachen an diesen Ernährungsweisen sehr, sehr toll finde, auch für Leistungssportler. Aber es ist immer in Schwierigkeiten, da in Balance zu kommen und die Balance zu treffen, was der Sportler auch braucht, auch was bestimmte Nachhaltigkeiten angeht, bin ich da begeistert. Aber bin da manchmal dann auch, ja, dann schiebe ich es wieder auf den Faktor Zeit und bin dann auch mal, ja, jetzt nicht beim Döner, aber beim, ja, ohne Werbung zu machen, beim Sub dabei. Absolut, ist auch lecker. Letzte Frage, bevor wir zu den abschließenden Fanfragen kommen. War es eigentlich ein Muss, einen Spieler zu verpflichten, der so heißt wie das, was ihr jetzt seid, Meister? Bei uns heißt er ja nicht Meister, bei uns heißt er Meisti. Meisti, mit so ein bisschen Schweizer Dialekt kann ich nicht so gut. Nico Portner kann das viel, viel besser. Nein, war es nicht, aber für ihn wird es wahrscheinlich das letzte Wortspiel gewesen sein, was er jetzt dazu hört. Ich hoffe natürlich, dass es für ihn auch sich vielleicht eventuell mal nochmal widerspiegelt. Mal schauen, ob, je nachdem, was so in Zukunft passiert, ob es auch Handballer gibt, die irgendwie Pokalsieger oder so mit zwei Namen heißen. So. Ich schaue nach. Es ging eben, jetzt sind wir bei den Fanfragen, es ging eben, du hast über die Veränderung der Vorbereitung im Vergleich zu früher gesprochen. Und Piet Krebs wollte wissen, wie hat sich die Vorbereitung denn verändert? Ah, Piet, also Liebe Grüße. ja, liebe Grüße. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist, ob er in Travemünde oder auf Mallorca ist. Das weiß man bei Piet nicht. Da muss man ja sagen, ich weiß, dass die meisten vielleicht, wir haben jetzt gerade, wenn ich richtig oben in der Ecke sehe, 190 Zuschauer, dass leider vielleicht ganz viele Piet Krebs nicht mehr kennen. Er hat mit Alfred Gieslason, sondern es ist Alfred Gieslasons bester Freund, ich glaube sogar Trauzeuge, hat mit ihm in Tusen Essen zusammengespielt. Alfred hat immer ganz viele Geschichten über Piet erzählt, da kannte ich ihn noch gar nicht. Und dann durfte ich ihn aber bei Alfreds Abschiedsspiel und bei den ein oder anderen Sachen schon mal näher kennenlernen. Und ich weiß, dass Piet wahrscheinlich eher so ein sagt, ja, ich mag doch das, was damals war. Und ich mag die Generation, wo man dann auch mal in der Vorbereitung vielleicht 3 Wochen keinen Ball gesehen hat, nur Medizinbälle, nur Hantelstangen, nur Laufen war. Das hat sich ja komplett geändert. Wir haben auch diese Zeit gar nicht mehr. Wir versuchen halt jetzt sofort den Transfer aufs Handballfeld hinzubekommen. Ich habe ganz wenig Laufbelastung draußen, weil auch die Gelenke in der ganzen Spielbelastung. Wir haben jetzt beim SC Magdeburg bis Weihnachten 36 Pflichtspiele. Dann noch mehr Belastung auf Gelenke zu geben, ist vielleicht nicht mehr so modern oder populär. Ich beschreibe es als populär, wie es noch in der Zeit von Piet Krebs war. Aber ihr habt damals alles richtig gemacht. Aber viele, glaube ich, kennen seine Stimme, oder? Er hat doch auch ein paar Spiele kommentiert. Ich meine im Piet Europapokal. war jetzt Experte bei der Champions League bei Genau. den Kollegen von DAZN, und hat das mit sehr viel Expertise gemacht. Mina fragt, realisiert man im ersten Moment, dass man deutscher Meister ist? Nein, das realisiert man nicht. Dafür habe ich auch ganz lange gebraucht, das zu verarbeiten, weil das. Vielleicht geht das Trainern, die das öfters geworden ist, da müsst ihr mit Philipp oder Mike sprechen und Alfred. Es gibt ja Trainer, die da vielleicht wirklich verwöhnt sind und das auch planen konnten, weil sie die Vereinsstruktur, den Kader dafür hatten über Jahre und das war fast Pflicht, deutscher Meister zu werden.
Bei uns ist es ja fast so eine Aschenputtel-Story, wie wir dazu gekommen sind. Und damit konnte vor ein, zwei Jahren keiner rechnen. Ich habe da versucht, immer offen mit umzugehen und offen drüber zu sprechen. Big Think, also große Ziele zu formulieren und daran zu arbeiten, die vielleicht auch nicht zu erreichen, sie dann am Spiegel wieder wegzuwischen, dann wieder neu dran zu schreiben, das zu visualisieren. Aber wir mussten ja auch irgendwie realistisch bleiben. Und diese Saison ist einfach so phänomenal dann gelaufen und wir haben uns da so reingesteigert, dass das, glaube ich, auch noch eine längere Zeit brauchen wird, um das endlich zu realisieren. Und trotzdem muss es ja auch, je dichter man rankommt an das Unfassbare, man kann Meister werden, desto mental schwieriger wird es doch auch. Ich kann mich erinnern, als ihr hier in Hamburg gespielt habt, da war vorher, meine ich, Kiel gegen Flensburg und ihr hättet, je nachdem, wie das ausgeht, mit einem Sieg in Hamburg Meister werden können. Und man kann es ja nicht ganz ausblenden. Mit Anpfiff wusstet ihr, okay, es wird heute doch nichts, aber das ist eine Herausforderung mental, oder? Es hat was mit uns gemacht. Also, du sprichst mir aus der Seele, das war eine unglaublich mentale Herausforderung. Gefühlt für mich vielleicht sogar mehr als für die Mannschaft, weil die Mannschaft war damit relativ cool. Es kamen da sogar die coolen Aussagen, wir wollen bestimmen, wann wir Meister werden. Ich fand es nicht, ich fand's nicht lustig, weil ich wollte von dem Spiel nichts wissen, ich wollte mich auf das Hamburg-Spiel konzentrieren und irgendwie waren drumherum doch immer Kollegen mit dem Pad. Und jetzt führt Flensburg und jetzt ist unentschieden. Und du kriegst es irgendwie trotzdem immer zugeworfen. Und der Fokus ist nicht so sehr, wie du es gerne möchtest, dass er auf deinem Punkt Spiel ist. Das war mental wirklich anspruchsvoll. Das kann ich von mir sagen. Vielleicht hat das die Mannschaft anders empfunden. Für mich war es eine mental anspruchsvolle Leistung. Denn auch mit dem Ausgang, dass es halt nur ein Tor ist, was vielleicht Flensburg fehlt, dass wir an dem Tag schon die deutsche Meisterschaft. Wenn denn alles gut geht, fragt danach keiner mehr nach. Aber wenn du mich jetzt so fragst, möchte ich einfach ehrlich sein und sagen, das war was das dort im Hamburger Kabinengang abgespielt hat, was keiner gesehen hat, muss ich nicht jeden Sonntag haben. Susa fragt, oh, sehr spannende Frage. Woran erkennst du in Vorgesprächen mit neuen Spielern, ob sie zwischenmenschlich zum bestehenden Team passen? Ganz einfach, man hat da ein Gefühl für. Ne? Da hat sich ja auch was entwickelt. Also es ist ja auch eine Entwicklung, den Spieler überhaupt zu sprechen. Ich weiß, dass es Zeiten gab, wo Deals mit Spielern wahrscheinlich nur über den Kontakt zum Spielerberater entstanden sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht unser Stil. Wir haben sofort gesagt, da steht ein Investment dahinter. Ich möchte nicht von einem Spielerberater hören, dass der Spieler nach Magdeburg möchte, mit mir zusammenarbeiten möchte. Das möchte ich schon gefühlt vom Spieler hören, weil wir werden 99% zusammenarbeiten, nicht ich mit dem Spielerberater. Aber das gehört heutzutage dazu und wir haben einfach gute Erfahrungen gemacht in persönlichen Treffen, fast so Otto Rehhagel-Style, der sich ja auch mit Frau in Bremen, wenn man einen Kaffee getroffen hat, mit Spielern, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das aussieht. Ja. Es kommen noch ganz viele Fragen nach. Nimm Wer die, nimm, kommt? um, nimm, nimm unbedingt die Frage von Thorsten Sarias rein, dass wir ihn dort glücklich machen. Siehst du die schon? Weil ich sehe die Frage von Thorsten Sarias, Da der unten, schreibt, ganz unten. wie bereitest du deine Spieler auf Schiedsrichter vor? Jetzt sehe ich sie auch. Ja. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich zu wenig, überhaupt nicht. Es sind halt ganz wichtige Faktoren unseres Spiels, ja, die in Deutschland versuchen, den bestmöglichen Job zu machen. Und das wirkt immer so gefühlt, ja, Wiegert hat ein Problem mit Schiedsrichtern und das. Den habe ich 0,0 in keinem Moment, weil ich weiß, dass wir in Deutschland eine Schiedsrichterausbildung genießen, die versuchen, das Maximale rauszuholen. Aber dieser Job wird halt immer schwieriger. Dieses Spiel wird immer schneller. Es gibt immer mehr Entscheidungen zu treffen. Da ist ja der Fußball, ohne den Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter zu nahe zu treten, aber das ist ja fast ein Luxus, noch drei Video-Referees zu haben, drei Linien-Schiedsrichter, also zwei Linien-Torschiedsrichter. Und beim Handball stehen zwei Leute, die in einer Minute 20 Pfiffe machen müssen. Dann ist es wahrscheinlich schwierig, da bei 20 Pfiffen 20 richtige Entscheidungen zu treffen.
Ja, und zum Schluss muss ich die Waage halten. Und dann geht manchmal so mein Gerechtigkeitssinn mit mir durch und versuche das Maximale für meine Mannschaft zu machen. Aber im Grunde genommen weiß ich schon, welche Qualität wir an Schiedsrichtern in Deutschland haben und wie wichtig sie für unser Spiel sind. Und dass wir sie unbedingt benötigen, weil es natürlich wahrscheinlich schwierig sein wird, Schiedsrichternachwuchs zu akquirieren. Also das merke ich ja immer wieder in unseren Nachwuchsmannschaften, dass es nicht so einfach ist, jemanden für den Job als Schiedsrichter zu begeistern. Und ohne sie funktioniert das Spiel nicht. Da sind wir auch schon wieder beim Charakter, den du vorhin angesprochen hast, nach Spielen, egal ob gewonnen oder verloren, wie man dann eben mit anderen Personen umgeht, was du vorhin angesprochen hattest. Ja, und das ist mir halt ja auch ganz wichtig, ne? Also behandeln den Gegenüber so, wie du auch gerne behandelt werden möchtest. Damit liegt man halt nicht verkehrt, aber da spricht mein Gesicht vielleicht manchmal im Fernsehen andere Bände als den Worten, was ich sage. Also ich werde ja nie persönlich, ich werde auch bei meiner Mannschaft nie persönlich. Vielleicht bin ich kritisch. Und vielleicht sollte meine Körpersprache oder mein Gesichtsausdruck dazu ein anderer sein, aber da wird nie was. Ich hoffe, dass ich das schaffe, dass da nie was fließen wird, was in die persönliche Geschichte geht. Dann machen wir jetzt die letzten drei Fragen. Cosi fragt, liebe Grüße, fehlt euch ein Kölner Keller? Ja, weiß nicht. Nein, glaube ich nicht. Ist auch im Handball nicht möglich. Ja, er meint jetzt, denke ich mal, die Wahlentscheidung, ne? Oder Genau. ich. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das ist König Fußball. Da steht ein anderes Investment dahinter. Klar würde ich mir manchmal einen Videobeweis wünschen. Ich sage aber ganz ehrlich, ich hatte einmal den Videobeweis in Lissabon bei den European League Final Four und wirklich weiter hat es uns auch nicht gebracht. Also soll man anders bewerten, wenn er irgendwann kommt. Ich würde mich nicht gegen wehren, weil ich denke, es kann nur für Gerechtigkeit suchen. Vielleicht hilft es den Schiedsrichtern, aber es muss finanzierbar sein von der Liga. Und ich weiß, dass es vielleicht nicht so einfach ist. Im Handball drehen sich die Mühlen etwas langsamer. Habe ich das Sprichwort richtig getroffen? Weil Theuer immer sagt, Sprichworte und ich stehen auf Kriegsfuß. Das sagt Theuer. Ja, also ich. Yves sagt das auch oft. Yves sagt oft, ich sollte in Mannschaftsbesprechungen lieber Sprichwörter weglassen. Ich sage dann immer, aber Sie wissen doch, was ich meine. Ja, das wissen Sie, Bennett. Ja. Wir wissen auch, was du meinst. Ich habe jetzt auch keinen Fehler, ehrlich gesagt, entdeckt. Schön. Nico möchte noch wissen, in welcher Halle spielst du auswärts am liebsten? Oh, ich mag viele Hallen. Ich mag wirklich viele Hallen. Wir haben tolle Arenen in Deutschland. Ich glaube, das zeichnet es auch aus. Das ist das, was mir auch Spieler, die aus anderen Ländern immer wieder gibt, was sie auch an der Bundesliga reizt, dass es halt volle Arenen gibt, große Arenen gibt, Druck auf sie gibt. Ganz ehrlich, ich mag es in Flensburg hier zu spielen. Ich mag, wenn eine aufgeheizte Stimmung gegen uns ist. Ich finde aber genau so, dass die Ritterl Arena in Wetzlar unheimlich Charme hat. Ich freue mich jetzt wieder auf die Schwalbe Arena in Gummersbach, weil ich dort als Spieler nicht spielen durfte. Ich habe ja mal ein Jahr in Gummersbach gespielt und damals haben wir noch Eugen Haas Halle. Und 2,6 auch, muss das gewesen sein, ne? 2,6,7 so. genau, Eugen Haas Halle und Köln Arena gespielt. Ich habe einmal als Trainer schon in der Schwalbe Arena agieren dürfen. Ich finde, das ist auch eine fantastische Arena. Also da sind wir ja wirklich verwöhnt in Deutschland. Ich hoffe, ich trete da jetzt keinem zu nahe, den ich da vergessen habe. Ich sag mal so, es gibt keine Halle, die ich nicht mag. Ich habe mich auch gefreut zu lesen, dass Eisenach jetzt eine neue Arena bekommt. Da für mich Eisenach einfach auch eine Handballregion ist, die es da verdient hat, Supporter zu werden. Vielleicht wäre die Chance, mal höherklassiger zu spielen. Über jede neue Arena in Deutschland, über jedes Handballfeld in Deutschland freue ich mich und bin auch da wirklich gern zu Gast. Ich glaube, hier kam eben auch schon eine Aufsteigerfrage. Also, wie dicht bist du an Eisenach dran? Traust du denen zu, hochzugehen? Ich meine, die waren ja jetzt Best of the Rest quasi und haben eine überragende Saison gespielt. Ja, nun, so doll verfolge ich es nicht. Ich schaue schon viel Handball. Ich habe auch ein, zwei Spiele von Eisenach tatsächlich gesehen, weil wir haben im Pokal hatten,
Da hatte ich sie auch mal mit drin und fand das Konzept von ihrem neuen Trainer sehr interessant, der sehr innovativ verteidigen lässt, fast alle 10 Minuten so ein bisschen das Deckungssystem switcht und da auch nicht klassisch im System ist, sondern so Mixformen wählt, die wirklich für Stress sorgt in der zweiten Liga. War interessant zu sehen und ich traue da Eisenach einfach in der Struktur, so wie ich Eisenach auch noch früher kennengelernt habe als handballverrückte Region. Für Thüringen wirklich, wirklich, wirklich viel zu und hoffe, dass diese neue Arena auch nochmal einen Push für die ganze Region geben kann. Aber genauso gucke ich auf Empor Rostock und sage auch immer, da gefühlt ein schlafender Riese. Till macht da einen super Job und denke, vielleicht ist das auch nochmal irgendwie ein Projekt, was für die erste Liga in Frage kommt. Aber der Sprung von zweite Liga in erste Liga, nicht bloß von der Finanzkraft, sondern auch, was man an Kaderstärke braucht, der ist schon groß. Aber man kann da immer nur supporten und die Daumen drücken, dass es da auch mal ja, eine gewisse Fluktuation gibt. Schauen wir mal, was die in der zweiten Saison jetzt nach dem Aufstieg da machen in der zweiten Liga. Letzte Frage. Prognose. Wie schlägt sich der SCM in der Champions League? Deine Meinung zu eurer Gruppe? Schwierig. Wir sind Champions League technisch wirklich, wirklich unerfahren und freuen uns einfach auf den Wettbewerb. Und viele vor der Auslosung gefragt, würde ich mir wünschen. Warte, jetzt hören wir dich nicht Und mehr. ich konnte die Jetzt. Frage. Hört ihr mich? Hört ihr Da mich bist du noch? wieder. Da bist du wieder. Ja, jetzt bist du wieder da. Entschuldigung, also viele haben mich ja gefragt, was ich mir wünschen würde. Da habe ich gesagt, das ist Champions League. Was soll man sich wünschen? Jede Halle bringt Charme. Es gibt fantastische Mannschaften. Jede Mannschaft verstärkt sich gefühlt nochmal. Ob das Zagreb ist, die jetzt nochmal Stars aus Vardar Skopje dazu nimmt. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Aber ich erwarte natürlich schon einen qualitativen Unterschied zur European League. Das wird ein verdammt harter Wettbewerb. In jedem Spiel. Und dann abschließend gefragt, Bundesliga? So Bauchgefühl, wieder eine Mannschaft vorne weg oder wird es enger 2-3-4-Kampf? Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Mein Traum ist es, das habe ich glaube ich auch schon öfters bei Kollegen in der Presse beobachtet, dass es irgendwann wieder einen deutschen Meister gibt mit mehr als mit 10 Punkten. Weil dann ist es so, dass du nicht die Bundesliga an einem schlechten Tag oder an einem schlechten Spieltag verlieren könntest. Ich glaube, es hat einfach mehr Charme, wenn sich Mannschaften gegenseitig die Punkte wegnehmen und du eventuell auch mal einen Ausrutscher verkraften könntest. Gefühlt war es bei uns so, dass ich die ganze Saison das Gefühl hatte, darf man nicht verlieren, darfst du nicht verlieren. Wenn du jetzt deutscher Meister wirklich werden möchtest, darf man nicht verlieren, dürfen wir nicht verlieren. Und deswegen hatte ich ja auch am Ende der Saison noch so, ich hatte davor schon viel Respekt, aber noch so viel mehr Respekt vor den Kollegen, die das schon über Jahre machen, ob das Mike, Philipp, Alfred, Lubomir, Nikolai Jakobsen ist. Das ist noch ein Stück mental anstrengender, als ich davor gewohnt war, dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt Mist baut, kann die ganze Saison schief gehen. Und das ist wahrscheinlich unten genau das Gleiche, wenn ich mit Kollegen wie Frank Carsten spreche, der gefühlt mit dem Klassenerhalt auch seine Meisterschaft gefeiert hat. Wenn ich mit Hartmut Maihofer spreche, der endlich wieder geschafft hat, Göppingen europäisch spielen zu lassen und sich da die Mannschaft sich da so drüber gefreut hat, der Verein sich da so drüber gefreut hat, dann hat das doch Charme und das macht doch unsere Sportart einfach aus. Und diese Freude war für mich im Fernsehen so nachvollziehbar. Und ich finde das einfach charmant. Ich bin sehr gespannt. Ich bin total heiß schon auf die neue Saison. Auf jeden Fall sage ich dir vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Jetzt entlassen wir dich dann quasi auf dein Zimmer mal. Bei euch genieße ich den Abend noch. Soll ich euch noch mal den Ausblick genießen lassen? Sehr gerne. Wow. Geht da überhaupt die Sonne unter? Also ich finde, hinten leuchtet es rot. Ich gehe nachher noch mal raus. Ich werde auch noch eine Runde spazieren gehen, dass ich doch der ganzen Busfahrt noch mal auch ein bisschen Kopf frei blase. Ich freue mich, das jetzt auch einfach noch ein bisschen Abend genießen zu können. Wir sehen uns spätestens in Hamburg wieder. Es war toll, mit dir sprechen zu dürfen.
Ich danke dir. Liebe Grüße an die Mannschaft. Hab einen schönen Abend und viel Erfolg morgen. Richtig aus. Ich habe auch gesehen, dass ein, zwei, ich wollte es nicht sagen, hier schon mit reingeschaut hat. Ja. Ich hab Speedy gesehen, ich habe Flippy gesehen. Ich habe mich gewundert, dass sie sich nicht getraut haben, irgendwelche chemischen Fragen zu stellen. Sie haben sich benommen, sagen wir so. Das Es ist ja auch noch Vorbereitung. bin ich sehr stolz drauf. Also, liebe Grüße nach Hamburg. Du sitzt gerade in Hamburg, oder? So ist es. Liebe Liebe Grüße Grüße aus nach Aachen Norwegen. da nach Hamburg. Schönen Abend allen. Ciao. Zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald sind wir wieder da, hier bei Bock auf Handball. Und in 1,5 Wochen übrigens kommt die neue Ausgabe. Also mit dem SC Magdeburg drin, mit den beiden Isländern. Liebe Grüße, habt einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis 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 zuschauen und